tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch eins meiner beiden Mewtwo vor. Mewtwo ist ein legendäres Psycho-Pokémon und hat keine Entwicklungen, allerdings zwei Mega-Entwicklungen, wobei ich bei diesem Mewtwo speziell auf das X-Mega eingehen werde. Dieses hat einen Psycho-Kampftyp und hat somit eine Schwäche gegen Geist, Flug und Fee sowie eine Resistenz gegen Gestein und Kampf. Mewtwos Statuswerte sind durch die Bank gut. Spezialangriff und Initiative stechen hierbei jedoch besonders hervor. Nach einer Mega-Entwicklung erhält es außerdem noch einen geradezu wahnwitzigen Angriffswert. Die EV verteilen wir hier vollständig auch in Angriff und Initiative zusammen mit einem frohen Wesen, um den Initiativewert zu maximieren. Mewtwos Fähigkeit wird nach der Mega-Entwicklung zu Felsenfest. Diese erhöht nach Zurückschrecken die Initiative um eine Stufe. Bei Mewtwos ohnehin schon guter Initiative ist das zwar nicht mehr so ausschlaggebend, allerdings kann er auf plus 1 auch gescarfte Pokémon überholen. Zum Moveset. Ableithieb ist eine gute Kampfattacke, die Mewtwo eine Möglichkeit gibt, sich zu heilen. Psychoklinge ist eine zweite Step-Attacke, die außerdem eine erhöhte Volltrefferquote von 12,5% hat. Eishieb und Feuerschlag geben Mewtwo noch Coverage gegen viele Pokémon, die häufig gespielt werden. Als Item bleibt logischerweise nur der Mewtwo Need X, da ihr ansonsten keine Mega-Entwicklung vollziehen könnt. Zu Mewtwos Spielweise muss man eigentlich nicht wirklich viel sagen. Man wirft ihn in den Kampf und drückt auf den Mega-Knopf und verprügelt anschließend alles, was einem vor die Nase kommt. Es gibt zwar Pokémon, die einen Schlag von Mewtwo einstecken können, jedoch hält Mewtwo auch genug aus, um selbst einiges wegstecken zu können. Haltet ihn mit Ableitieb in einem gesunden KP-Bereich. Die einzigen Gefahren, denen Mewtwo ausgesetzt sind, sind Pokémon, die ihn überholen können und nebenbei auch Schaden machen können. Namentlich sind das Mega Voltenso, Mega Bibor, Mega Aerodactyl, Mega Gewaldro, Mega Simsala und Deoxys. Jedoch sind die meisten davon erst nach dem Mega schneller, also habt ihr auch hier nichts von den meisten zu befürchten. Mewtwo kann zwar alleine schon sehr viel, aber auch er lässt sich gerne supporten. Tarnsteine zum Beispiel zerstören Fokusgurte und brechen Robustheit, um Mewtwo's Sweep durch das Gegnerteam etwas zu erleichtern. Ein Cleric ist generell nicht verkehrt für den Fall, dass Mewtwo verbrannt oder paralysiert wird. Mewtwo auszuwechseln ist im Normalfall auch kein Problem, da er keinerlei Setup braucht, um ordentlich Schaden machen zu können. Das war's von meinem Mewtwo. Ich wünsche euch jetzt ein schönes frohes neues Jahr und ihr dürft wieder auswählen, wer als nächstes drankommen soll.